Hallo ihr Lieben, wir zeigen euch heute in 3 Schritten, wie ihr ruckizucki wunderbar leckere Zimtschneckenplätzchen machen könnt. Ich bin voll im Zimtschneckenfieber und Zimtschnecken kann man auch als Plätzchen machen zu Weihnachten. Ich starte nämlich jetzt langsam mit der Weihnachtssaison hier. It's Christmas. In 7 Wochen ist glaube ich schon Weihnachten, deswegen wird es auch echt Zeit, dass wir mal so langsam starten, ne? Ihr wollt tolle Rezepte von uns haben, dann bleibt jetzt dran, denn wir zeigen euch wirklich ruckizucki Zimtschneckenplätzchen. Im ersten Schritt bereiten wir den Teig zu. Ich habe hier die Zutaten schon stehen. Wie ihr wisst, bekommt ihr die Zutaten immer in der Videobeschreibung. Da müsst ihr einfach unten schauen. Da seht ihr die Videobeschreibung, die einzelnen Schritte, die seht ihr in dem Video hier. Also dranbleiben, wenn ihr wissen wollt, wie ihr diese Plätzchen machen wollt. Wir starten mit dem Teig und da brauchen wir als erstes ganz normales Mehl. Da geben wir dann kalte Pflanzenmargarine dazu. Ihr könnt auch Pflanzenbutter nehmen, wenn ihr möchtet. Ich habe jetzt Margarine genommen. Die gebe ich einfach zu dem Mehl dazu. Das ist so eine Art Mürbeteig. Als nächstes Zucker. Ich habe Zucker auf jeden Fall wie immer reduziert, ne, weil ich mag das nicht, wenn das so knallsüß ist. Ihr könnt auch mehr Zucker reinmachen, wenn ihr es süßer haben wollt. Dann könnt ihr anstelle von Vanillearoma oder Vanilleschote könnt ihr dann einfach Vanillezucker nehmen, ein Päckchen. Ich mache einfach nur ein bisschen Vanillearoma dazu. So. Dann nehme ich, wir machen Zimtschneckenplätzchen, aber ich nehme einfach ein bisschen Kardamom dazu in den Teig. Das finde ich persönlich sehr, sehr lecker. In Norwegen machen die das nur. Also die haben in ihren ganzen Gebäcksachen immer nur irgendwie Kardamom dabei. Finde ich super genial. Schmeckt lecker. Gibt nochmal einen richtigen kleinen Kick dazu, ne? So ein Teelöffel. Ist auch nur optional, müsst ihr nicht machen. Dann noch einen kleinen Schluck Wasser. Das Ganze wird dann einfach mit der Hand zu einem glatten Teig verknetet, zu einem Mürbeteig. So, ich verknete das dann einfach auf meiner Arbeitsfläche zum glatten Teig. Wenn der Teig zu trocken ist, zu krümelig, dann gebt ihr einfach noch ein bisschen mehr Wasser hinzu oder ein bisschen mehr Pflanzenmargarine. Und wenn das zu weich ist, dann müsst ihr einfach noch ein bisschen mehr Mehl hinzugeben. Aber ihr müsst einfach ein bisschen Geduld haben und eben zusammenkneten ein bisschen. So, wenn ihr einen schönen glatten Teig habt, dann habt ihr auch den ersten Schritt schon erledigt. Den packe ich jetzt in Frischhaltefolie und dann Ding Dong. Und der kommt dann für 30 Minuten in den Kühlschrank. Den lassen wir dann einfach ein bisschen ruhen. Und im zweiten Schritt zeigen wir euch nämlich dann, wie ihr den Belag, die Füllung für diese genialen Zimtschneckenplätzchen zubereiten könnt. Dranbleiben. Asozial. So, im zweiten Schritt müssen wir jetzt natürlich den Belag für die Zimtschneckenplätzchen zubereiten. Geht ganz easy peasy. Wir haben hier wieder etwas Zucker. Ich habe bewusst wieder weniger genommen. Ich mag das gar nicht mehr so süß, ne? Ich weiß gar nicht, könnte man das vielleicht auch mit Dattelpaste machen? Wenn ihr wisst oder eine Idee habt, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Auf jeden Fall. Also, hier ist Zucker. Dann brauchen wir wieder weiche Pflanzenmargarine oder Pflanzenbutter. Die ist so weich, die klebt schon an der Schüssel. Oh. Was darf jetzt natürlich nicht fehlen? Zimt. Ist klar, ne? Gibt es hier Zimt-Junkies unter euch? 2 Teelöffel Zimt kommen da rein. Und das wird jetzt alles miteinander vermischt. Ist ein bisschen schwieriger, das jetzt zu vermischen, ne? Aber das kriegt man schon hin. Und alle, die jetzt denken, oh, das ist aber ein bisschen wenig Füllung oder so, das ist richtig. Weil wir machen jetzt ein Rezept für 12 Kekse ungefähr. Ne? Ihr müsst die Menge dann einfach verdoppeln, verdreifachen, je nachdem, wie viele Kekse ihr backen wollt. Wir machen jetzt 12 Kekse, weil wir sind 3. Adam, Kuba und ich. Und das sind dann 4 Kekse pro Nase. Nein, Kuba kriegt davon nichts ab. Vielleicht ein kleines bisschen. Gucken wir mal, ne? Und dieses geniale T-Shirt, was ich hier anhabe übrigens, ne? Das ist von Team Vegan. Schaut einfach in die Videobeschreibung. Da bekommt ihr 10% Rabatt mit unserem Rabattcode. Einfach reinschauen, da steht alles drin in der Videobeschreibung. Jetzt kommen wir aber direkt zum nächsten Step, weil wir müssen das Ganze jetzt auf unserem Teig verteilen. Jetzt wird es ein bisschen kniffliger. Wir nehmen dafür Frischhaltefolie und rollen die einfach mal so ein bisschen aus. Ich weiß gar nicht, wie groß. Ich habe echt gar keine Ahnung, wie groß jetzt gleich meine kleine Teigplatte werden wird. Weil ich werde den Teig hier drauf ausrollen, glaube ich.
Ich traue dem ganzen Braten nicht. Ich mache mir einfach ein kleines bisschen Mehl da drauf. Hinterher habe ich das alles da dran kleben und da habe ich ja mal so gar keinen Bock drauf, ne? Es soll ja schön werden hier, was wir hier veranstalten. Dann haben wir den Teig mittlerweile aus dem Kühlschrank rausgenommen. Der hat so richtig schön gechillt eine halbe Stunde. Der ist echt schön geschmeidig. Den müssen wir jetzt ausrollen. Hoffentlich klappt das auch. Ein Mürbeteig, ne? Ich bin so gespannt. So. Wir müssen jetzt natürlich ein Rechteck da rausbekommen, ne? Und der muss wirklich, wirklich, wirklich dünn ausgerollt werden. Da wir ihn ja hinterher wieder aufrollen. Ich brauche den ultimativen Tipp von euch. Ich habe immer das Problem, dass ich es nie gescheit rechteckig hinbekomme. Ihr seht es ja, es sieht aus wie ein, was weiß ich was. Gebt mir mal einen Tipp in den Kommentaren, wie man so einen Teig richtig schön rechteckig ausrollen kann. Im nächsten Schritt verteilen wir die Füllung auf dem Teig. Schön gleichmäßig verteilen. Nur am Ende braucht ihr nicht ganz so viel machen. Als nächstes rollen wir jetzt diese Teigplatte ganz vorsichtig und ganz eng auf. Dafür könnt ihr die Folie benutzen. Dann könnt ihr das nämlich immer richtig schön eng rollen. Oh, das geht auch so, dafür braucht man nicht unbedingt die Folie. Lasst euch Zeit dabei, dann habt ihr so richtig schöne dünne Röllchen. So, jetzt kommen wir ganz langsam zum Ende. Zwischendurch habe ich mal gerade ganz kackendreist einfach diese hässlichen Seiten abgeschnitten. Jetzt haben wir hier eine kleine feine Rolle. Ich schneide jetzt einmal für mich nur hier in der Mitte durch. Wenn ihr ein großes Brett habt oder so, dann könnt ihr die da drauflegen. Dann kann ich die jetzt hier so hintereinander legen. Und dann rolle ich die jetzt nochmal ein. Ganz vorsichtig einpacken. Geht wirklich vorsichtig damit um, weil der Teig jetzt gerade sehr weich ist. Und dann kommt das Ganze nochmal für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Und dann sehen wir uns gleich wieder für den nächsten Schritt. So, wie ihr sehen könnt, habe ich hier die Schätzchen schon mal aus dem Kühlschrank geholt. Wir schneiden die jetzt in Kekse, also in Röllchen, ne? So ungefähr einen Zentimeter ungefähr, ne? Schön mit einem scharfen Messer am besten. Also es werden auf jeden Fall mehr als 12 Kekse. Keine Ahnung, was ich hier schon wieder fabriziere. Hauptsache, die Dinger schmecken hinterher am Ende, ne? Das ist das Wichtigste. Das ist alles, was zählt. Gut, die habe ich jetzt fertig. Die packe ich jetzt auf ein Backblech. Das ist von meiner Kuchenform, von meiner eckigen. Das nehme ich einfach als Backblech. Ist ja shit egal, ne? Hauptsache, drauf damit. Und dann drücke ich die einfach ein bisschen platt. Die passen gar nicht alle da drauf. Ich mache jetzt ein Blech fertig und den Rest mache ich dann später. So, die Dinger schmeiße ich jetzt bei 160 Grad Ober- und Unterhitze für 10 Minuten maximal in den Ofen, dass die nur so leicht gebräunt werden. Und dann sehen wir uns gleich wieder zur letzten Präsentation hier. So, Kinders, ich habe die Dinger aus dem Ofen rausgeholt. Schaut sie euch an, das Blech ist hier noch ein bisschen heiß. Sehen die nicht süß aus? Nein. Ich finde sie total schön. Ich hätte sie noch ein bisschen flacher machen können, dann wären sie größer geworden. Und, keine Ahnung, seht auf jeden Fall zu, dass sie ein bisschen weich aus dem Ofen rauskommen, weil die immer härter werden, glaube ich. Also die hier ist jetzt nicht so hart, die ist so richtig schön mürbe. Ja, aber wenn die kalt werden, härten die wohl nach. Ich probiere so ein Ding. Ist genau mein Ding, ne? Voll lecker. Könnt ihr auf jeden Fall machen. Auch wenn er süß ist, okay, ist nicht so süß, ne? Tolle Weihnachtsplätzchen. Sind aber nicht so lange haltbar. Woche ungefähr. Aber macht ja nichts. Macht immer nur kleine Mengen oder haut es euch alle sofort rein, ne? In diesem Sinne, macht es nach. Lasst ein Like für uns da. Wir sagen einfach nur noch Ciao mit V von Hamro TV. Ich kriege gar keine Luft heute.